Hey Leute, willkommen zurück bei Fatlip Wochen bei Els. Wir spielen ein Spiel, was ich schon ganz, ganz besonders in Erinnerung habe. Da hatte ich so auch meine Schwierigkeiten. Da gibt es drei Teile von auf dem Mega Drive. Ich wusste nicht so recht, welchen soll ich spielen. Ich habe mich dann entschieden, nach wirklich schon eine ganze Weile Überlegung, welchen ich spiele. Hier läuft jetzt hier gerade übrigens die harte Story durch. Wer sich das durchlesen will, übersetzen will, der muss kurz mal Pause machen. Also ihr kriegt das bei meinem Gelaber on the fly hin. Ich würde das selber nicht schaffen. Streets of Rage, da steht schon, wir spielen's. Das ist der erste Teil. Nur wo ich mich entschieden hatte, dass ich den ersten spiele, kam noch eine ganz andere Überlegung zum Tragen. Ich habe davon zwei Versionen. Und ich wusste nicht, welche ich zocken soll. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Hab mich dann entschieden, wie ich es mache, und an etwa Hälfte des Parts hier werdet ihr dann schon sehen, wie ich das gemeint habe. Hier werden jetzt noch die Geschichte, die Hobbys und die Kampfskills der Protagonisten dargestellt. Jetzt kriegen wir ein super Titelbild, Leute. Machen wir mal Kippsche an. Von 91 das Ganze, Leute. Da war ich 13. Klar, soweit, ne? So, wir starten. Optionen müssten eigentlich passen. Jo, das passt. So. Komm, mach. Wir können uns jetzt zwischen drei Kämpfern entscheiden, die in den Stats sich auch ein bisschen unterscheiden. Der möchte ich nicht. Exen habe ich schon viel zu oft gespielt. Ah, Ladies first, würde ich sagen. Nehmen wir doch mal Blaze. Und das ist eigentlich so ein klassisches, ich renne durch die Straßen und mische alles auf Beat'em up aus den 90ern, gerade Anfang der 90er. Ich fange gleich mal wieder hier. Ist aber nicht so wild bei dem Spiel. Also ein rosa Irokese, also sei mir eine böse und eine gelbe Lederjacke. Ja, das hat man in den 90ern, ne? Das hat man in den 90ern, Leute. So. Oh, das war echt ganz gut ausgekontert. Das war nicht mal unbedingt mit der Absicht. Ich sollte einfach mal die Fresse halten und es genießen, ne? So. Ja, unsere Protagonisten haben auch so den einen oder anderen Wrestling-Move drauf. Ist übrigens cool, das ist ein kleines Detail. Wir haben eine Flasche in der Hand. Der erste Schlag zerstört die Flasche. Ey, Wichser! Der erste Schlag zerstört die Flasche. Aber man kann es dann als Stichwaffe benutzen. Das ist total Hammer. Voll das kleine Detail, aber irgendwie cool. Was ein Rohr. Die Bruce Lee-Arschgeigen hier sind übrigens ziemlich assi. Ja, der Basie, der ist ein bisschen schneller. Dass ich. Der hat nicht ganz die Reichweite, aber trümmert dafür ein bisschen schneller rein als wie das Bleirohr. Ja, und wir können auch, wenn wir gegriffen werden, ihr seht, wir können uns dann immer noch verteidigen, einen Tritt nach vorne machen und dann so einen Überwurf. So. Sie kann ja eh Judo, das ist ja hier ihre Kampfsportart, das ist ja ihr Skill. Wir können auch die Gegner, anderen Gegnern in die Fresse kloppen durch den Wurf. Übrigens, ich stelle gerade echt fest über meine Kopfhörer. Das Ding hat echt einen ordentlichen Stereo-Effekt. Ja, schrei Baby. Cry Baby. Sorry. Wenn das jetzt hier ein bisschen sexistisch klingt, das ist nicht böse gemeint, Leute. Die kam mir doch gerade recht schnell ins Bild gerannt, vor allen Dingen, wo ich gerade mal so genüsslich an meine Zigarette ziehe. Nein! Schwein gehabt. Jetzt kommt auch schon der erste Boss, the Big Boss. Der ist so gar nicht schwer. Aber wir können es uns noch leichter machen.
Yo, Police! Und gleich mit der Bazooka voll reinknüllt und da hier, Bratz! Also der Gegner ist eigentlich ein Witz. Au. So, das war's gewesen, Leute. Erste Level Streets of Rage 1 geschafft. Yeah! Und die Musik finde ich immer noch klasse heutzutage. Also das ist ein richtig, richtig, richtig guter Soundtrack. Den sollte sich der Alex mal in Streams anschaffen. Dann würde ich nicht immer bloß Turken brüllen, sondern das würde ich auch ganz gerne nehmen. Aber ich mache kurz Pause. So, da bin ich wieder, Leute. Und es geht weiter mit Streets of Rage. Runde 2. Oh nein, diesmal wurde ich nicht unterbrochen. Ihr merkt vielleicht schon, die Optik hat sich ein bisschen verändert. Ganz, ganz einfach. Ich habe vorher die Mega Drive Variante gespielt. Jetzt spiele ich die Master System Variante. Ich habe auch den Charakter gewechselt. Es ist im Prinzip alles drin in dem Spiel, was die Mega Drive Version auch hat. Es fehlen halt ein paar Animationen. Ihr hört, die Schlaggeräusche sind nicht so Bombe. Aber rein vom Gameplay, Wahnsinn. Also was die kleine Kiste da zu leisten vermag, Hammer. Nein. Kriegst du Salz in die Fresse. So. Salz oder Pfeffer gibst du in die Fresse. So. Ein Messer möchte ich gerne. Ah, ich glaube, da komme ich nie ran. Nee, geht nicht mehr. Ihr seht, es ist halt alles ein bisschen minimalistischer gehalten. Aber der Spielspaß ist trotzdem da. Und ganz wichtig, es geht auch hier zu zweit. Also, möchte ich meinen. Kann auch sein, dass bloß die Megadrive-Variante zu zweit ging. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ist ja auch wurscht. Aber es hat einen Heidenspaß gemacht. Und es hat mich echt... Es hat ewig Spielspaß gehabt, das Spiel. Hat's heute noch, also... Der Lecksack. Das war Quatsch, dass du da am Boden geslidet bist. So, du bist hin. Einer kommt nochmal. Jawohl. Aber der ist noch einen zweiten Schlag schon aus dem Latschen gekippt. Der ist hin. Jo. Und eigentlich muss ich zugeben, weil ich damals zu dem Zeitpunkt, wo dieses hier rauskam, leider auch bloß ein Master System hatte. Ich habe den Mega Drive Spiel erst ein paar Jahre später gespielt. So zwei, drei Jahre später ist das für mich eigentlich auch die Version. Mittlerweile habe ich sie alle zu Hause. Wobei ich sagen muss, der dritte Teil bei mir funktioniert technisch gesehen nicht mehr. Das Modul... Es ist selten, dass ein Modul kaputt geht, aber das geht tatsächlich bei mir nicht mehr. Ach, die Kasperköppe, die kann ich leiden. Muss man eigentlich bloß ausweichen, dann geht das schon, aber... Na, die kosten eigentlich eine Energie, Jungs, ey. Frechheit. Und ich finde ehrlich gesagt, der Soundtrack, auch wenn er minimalistischer klingt, ist er immer noch genauso gut. Ist da was zu futtern drin? Nee, bloß ein Messer. Ein Messer ist eine coole Geschichte. Ist das cool? Muss man ein bisschen sich drauf einspielen. Weil wenn man zu weit weg steht, dann wirft man das Ding und dann ist man es los. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich meine, hier haben wir ein paar mehr von. Das ist so Mini-Äxte oder sowas. Aber das kriegen wir trotzdem hin. So, jetzt sieht er hier in Süd aus. Jetzt hier die Dominos noch ein bisschen Arsch aufreißen. So muss sein. Noch eine. Das war beim ersten Mal fast nur mit Sprungkick gearbeitet, wo ich durchgespielt habe. Geht aber trotzdem. Da Freddy Krüger für Arme. Da machen wir kurz mal Pause, weil bei der Master System Version ist, ich bin echt froh, dass ich da nicht irgendwie nach vorne gehen muss, weil die Pausefunktion war ja an der Konsole selber. In der Pause kann man nämlich den Special auslösen. Da muss man aber in Pause drücken und da musste man dann zur Konsole krabbeln, wenn man dann gemütlich auf dem Sofa gesessen ist.
Da, oh, das hört jetzt echt nicht so. Ey! Hast du Lack gesoffen, du Penner? Oh, okay. Das hat jetzt irgendwie. Die Lebensenergieanzeige hat irgendwie ein bisschen gebraucht, um nachzukommen, sag ich mal. Ist er jetzt tot? Ja, komm hier. Für den Bobo, ne? Leute, ich habe euch gezeigt, also eigentlich immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Streets of Rage 1. Also ich mag die ganze Serie tierisch. Hier geht's am Strand weiter, das ist auch auf dem Mega Drive. Sieht natürlich um einiges beeindruckender aus, aber ich wollte euch die Master System Variante halt auch nicht vorenthalten. Ich danke euch fürs dabei sein. In diesem Sinne, macht es gut, ich bin raus. Ciao.